Am zweiten Tag der Tour de Tirol liefen wir den Kaisermarathon von Söll zur Hohen Salbe hoch, der mit knapp 2200 Höhenmetern sehr anspruchsvoll ist. Auch Erwin kämpft mit dem neuartigen Chip. Erwin und Erwin. Ich wünsche euch allen recht viel Spaß heute und viel Spaß hier, Norbert und wie ihr alle heißt, die da beim Film mitwirken. Der verlorene Sohn, der neue Film also von Hansi Hinterseer, Ausstrahlungstermin, glaube ich, irgendwann im Jahr 2020. Wir reden mal am friedvollen Start, Stefan. Ganz kurze Rückmeldung, wie ist dein Feeling? Gut, servus. Ich habe noch nicht so viel trainiert, wie auf Steffen Arbeit sein. Der Alban ist mein großes Ziel. Im ersten Halbmarathon habe ich in Erna einen großen Vorsprung gefunden. Unser Rennen, das kommt noch auf die Versteigerung. Wir sind Parkläufer. Da hoffe ich, dass das. Der ORF dreht heute hier mit Hansis Hinterseer einen Film. Auf den ersten 6 Kilometern bin ich Träger der roten Laterne, da es offensichtlich heute alle Läufer am Anfang recht eilig haben. Nach etwa 6 Kilometern Laufstrecke erreichen wir noch einmal Söll. Die nächsten 15 Kilometer laufen wir auf hügeligem Terrain in Richtung Elmau. Der eigentliche Bergmarathon beginnt erst hier bei Kilometer 21,1. Ab hier geht's etwas steiler hoch. Ab nun sehen wir immer wieder auf der Strecke das wunderschöne Massiv des Wilden Kaisers, der diesen Marathon seinen Namen gab. Nach 31 Kilometern Laufstrecke erreiche ich am künstlich angelegten Jochsee in etwa 1700 Meter Höhe erst einmal den höchsten Punkt der bisherigen Strecke. Die Hohe Salbe vor mir. In Hexenwasser liegen zwar nur noch 3 Kilometer vor mir, aber ich muss immer noch 700 Höhenmeter hoch. Mal schauen, wie lange wir brauchen. Hier beginnt die schwarze Skipiste. So, wird es schon wieder ein bisschen flacher. Gemütlich, ja genau. Mensch, Mann, ist wahnsinnig.
Und hier die letzten beiden Läufer.